Wir schreiben das Jahr 2020. Australien brennt lichterloh. Killerhornissen bedrohen Amerika. Die USA hat einen halben Bürgerkrieg am Laufen und Simon Desue macht immer noch Videos. Und wenn man denkt, es könnte eigentlich nicht schlimmer werden, passiert das. Ey, was zum Vor knapp einem Jahr habe ich schon mal ein Video über Belle Delphine gemacht. Da hat aber noch niemand meine Videos geguckt. Das waren traurige Zeiten. Deswegen bekommt ihr hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was eine Belle Delphine so ausmacht. Schritt 1. Sei ein Mädchen. Aus Gründen. Schritt 2. Hab einen Instagram-Account. Das ist eine tolle Plattform, um sich selbst zu vermarkten, auf der ihr mir übrigens alle folgen könnt. Schritt 3. Die Cosplays. Belle Delphine steckt immer sehr viel Zeit und Arbeit in ihre verschiedenen Kostüme, die sie im Schweiße ihres Angesichts auf Amazon bestellt. Ja. Schritt 4. Zieh dich aus. Das hat Schritt 3 irgendwie unnötig gemacht. Naja, also Belle Delphine wurde damals über TikTok und später auch Instagram sehr bekannt und stach vor allem durch ihre überdurchschnittliche Freizügigkeit heraus. Also schaut dieses Video nicht mit euren Eltern. Vertraut mir. Schaut meine Videos generell nicht mit euren Eltern. Ich mach nur Unsinn. Belle Delphine ist eine sogenannte Thought oder auch ein E-Girl. Manche sagen auch, sie ist eine dumme Bitch. Was man von ihr hält, ist jedem selbst überlassen. Die ist scheiße. Was man ihr aber nicht absprechen kann, ist der Erfolg. Bevor ihr Instagram-Account gesperrt wurde, hatte sie knapp 3 Millionen Follower. Was mache ich falsch? Und diese Fanbase hat sie gut genutzt. Zum einen hat sie einen Haufen Kohle verdient. Also so richtig viel. Mindestens 5 Euro. Sie hatte damals einen aktiven Patreon-Account mit fast 3000 Leuten, die ihr monatlich Geld gespendet haben. Doch nicht nur das. Sie hat auch ihr Badewasser verkauft. Ihr habt richtig gehört. Ihr Badewasser. Ich will weg von diesem Planeten! 1000 Exemplare dieser kleinen Döschen, gefüllt mit ihrer stinkigen Badegrütze, wurden für jeweils 30 Dollar verkauft. Und nach 3 Tagen war ihr Shop leer. Also, wenn ihr halbwegs rechnen könnt, nicht so wie Dr. Banks, dann wisst ihr, dass Belle Delphine 30.000 Dollar in nur 3 Tagen mit ihrem Badewasser verdient hat. Das macht mich gerade irgendwie traurig. Würdet ihr mein Badewasser kaufen? Bitte? Auf jeden Fall ist Belle Delphine dann irgendwann von Social Media verschwunden. Es gab noch einen kleinen Zwischenfall, bei dem ein Mädchen ihr auf einer Hausparty angeblich ihren Hamster geklaut hat und sie daraufhin das Auto dieses Mädchens bemalt hat und von der Polizei verhaftet wurde. Was? Doch immerhin hat sie ihren Hamster wieder. Yay! Das war dann aber auch das letzte Mal, dass man von ihr gehört hatte. Als die Welt sie am meisten brauchte, verschwand sie. Warte, was? Doch am 17. Juni 2020 kehrte die leicht bekleidete Internetlegende wieder zurück. Als Grund für ihre Pause nannte sie einen Unfall, den sie hatte, bei dem sie von einem Hausdach in einen aufblasbaren Kinderpool gesprungen ist. Nehmt keine Drogen, Kinder. Und ihr Comeback ist nichts Geringeres als ein Rap-Video. Juhu. Oh Mann, ich glaube, ich muss das zensieren. YouTube, bitte lösch meinen Kanal nicht. Ich war doch immer lieb. Also, manchmal. Dem geübten Auge ist aber schon nach wenigen Sekunden aufgefallen, dass der Fokus dieses Videos eindeutig auf der Musik liegt. Auf nichts anderem. Mach den Mund zu, es zieht! Ich hinterfrage absolut alles an diesem Video. Wie kann sowas online sein und warum hat es über 5 Millionen Klicks? Wer guckt das? Also ich, aber für die Wissenschaft. Gobble, gobble up, with my booty up, she be going wobble, wobble up, here's a big duck. Wie sehr kann sich eine Person über eine riesen Quietscherente freuen? Ich verstehe gar nichts mehr. Zugegeben, das ist die einzig gute Szene in diesem Musikvideo. Und die einzige, die ich nicht zensieren muss. Ja. Und den Text hinterfrage ich sowieso nicht. Da gibt irgendwie gar nichts Sinn. Slide, slide in the peanut butter, don't sucker, who actually regrets me, my mother. Wow, das ist irgendwie traurig. Belle, ist alles okay? Es ist nicht alles okay! Die verkauft Badewasser und hat eine riesen Quietscheente! Eine Quietscheente! Aber das ist tatsächlich eine sehr traurige Textstelle. Wer bereut mich wirklich? Meine Mutter. Sind wir hier auf Tumblr gelandet? What's my favorite tweet?
star, dipshee ha, what the fuck you with his mugshot? Nope. Nope, das gefällt mir gar nicht. Diese Mischung aus der Stimme und dem absolut nicht jugendfreien Video hat irgendwie einen sehr unangenehmen Jo-Olli-Vibe. Hoffentlich locken wir den nicht an. Aber laut der Beschreibung wurde ein Großteil des Songs von der YouTuberin Sensava eingesungen und nur das Ende stammt von Belle Delphine selbst. Aber das macht's irgendwie auch nicht besser. Sie hat einen Schlaganfall. Helft ihr! Oder helft ihr auch nicht? Vielleicht wäre das besser für uns alle. Spaß. Also anscheinend nennt man diesen Blick Ahegao-Face und das Ganze soll irgendwie gut aussehen. Ja, ich finde das eigentlich nur unheimlich. Das Internet ist ein komischer Ort. Hierbei scheint es sich eindeutig um ein lyrisches Genie zu handeln, welches mit seinen tiefgründigen Texten sogar Goethe und Schiller vor Neid ablassen lässt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Apo Red ihren Text geschrieben hat. Aber hey, ab jetzt kann ich immer, wenn mich ein Victoria Sarina Fan beleidigt, das hier einspielen. Are you dumb, stupid or dumb? Huh? Perfekt. Yeah, you got your money, but you're still freaking ugly. Sie hat schon wieder einen Schlaganfall. Was ist da los? Vielleicht hat die zu oft Prank Bros Videos geguckt. Listen, you're not a politician. Yes, I'm a gamer. Also, taxpayer. Welch bewegende Texte. Ja, ich bin ein Gamer. Und auch ein Steuerzahler. Ganz im Ernst, das hat auch Apo Red geschrieben. Nani, Delphine, you nasty. Egg-white, fighting. See that? Be excited. Wo kommt das Einhorn her? Helft ihm! Gouvin, Susan. Ich werde diesmal nicht rumschreien. Ich werde diesmal nicht rumschreien. Warum guckt sie so? Wisst ihr Leute, wir haben den Song in der Klasse so oft gesungen, natürlich für die Wissenschaft, dass ich den nicht mehr aus meinem Kopf rauskriege. Genau wie bei dem Teamfight Tactics Song mit dem Pinguin, nur dass der Pinguin mehr anhatte. Bitte helft mir. Nein, Belle. Das ist keine Ente. Das ist wirklich keine Ente. Ich glaube, da hat jemand ein oder zwei Badekugeln zu viel geschnupft. Aber jetzt ist der Moment gekommen, auf den wir alle gewartet haben. Belle Delphine rappt selber. You're mad, I'm back. Big mad, he's mad, she's mad, big sad. Was habe ich überhaupt erwartet? Es ist immerhin besser als ein Til Schweiger-Film. Aber ein Til Schweiger-Film rappt nicht. Der ist nur scheiße. Haha, don't care, stay mad, aha, aha, aha. Nope, ich bin raus. Da mache ich nicht mehr mit. Übrigens, dieser ganze Song ist nur Werbung für ihren OnlyFans-Account, auf dem man ihr wieder Geld spenden kann. Seid klug, Kinder. Gebt lieber mir euer Geld.